Freunde, ich würde mal sagen, also ich, wirklich ich ganz persönlich, keine Ahnung, was ihr sagt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, das waren wirklich sehr interessante und aufregende 24 bis so 32 Stunden, die wir jetzt gerade hinter uns haben. Das wird übrigens jetzt nur ein kurzes Update, ganz, ganz schnell für euch zu mitnehmen, aber ein sehr, sehr wichtiges, liebe Freunde. Wir müssen ja auf die aktuelle verrückte Situation natürlich reagieren. Erst schießt alles hoch, alle so, wow! Dann kommt Coinbase und crasht alles richtig rein und alle so, und dann wieder hoch, liebe Freunde. Verrückt. Übrigens, über diese Coinbase-Thematik, da brauchen wir uns jetzt wirklich nicht zu lange drüber unterhalten. Also die offizielle Version ist, wir hatten zu viel Volumen auf unserer Plattform und deswegen sind wir mal kurz gecrashed. Zwinker, zwinker. Was soll ich euch sagen, Freunde? Ihr wisst es auch selber. Die haben sich eben ein paar Millionen auf locker eingesteckt. Alles halb so wild. Also passiert eigentlich täglich am Kryptomarkt, nur jetzt mal in anderem Ausmaß. Bei so einer großen Börse bleibt das nicht aus. Sollen sie sich einstecken? Alles gut. Wir halten uns darin jetzt nicht zu lange auf. Status quo ist Bitcoin deutlich über 60.000 und irgendwo in einem Zustand aus. Wir knacken jetzt sofort augenblicklich heute noch das All-Time-High oder wir fangen jetzt mit einer massiven Korrektur an. Es ist alles ganz schwer zu deuten. Weil, und da bin ich euch ehrlich, habe ich ja im letzten Video auch schon ganz transparent so mitgeteilt, ich glaube einfach nicht, was hier passiert. Ich glaube irgendwie nicht, was ich mit meinen Augen hier sehe, liebe Freunde. Das entzieht sich jedem Marktprinzip. Gleichzeitig, ja, ein bisschen Kacke für mich oder für uns, mussten wir uns jetzt aber auch eingestehen, dass unsere Analyse zwar nicht falsch war bislang, also sie hat sich noch nicht als falsch erwiesen, aber die Bereiche der Welle 5 komplett gesprengt hat. Wie ich ja in meinem letzten Video schon gesagt habe, liebe Freunde, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Kurs bei 59 aufhört, obwohl unsere Analyse das so ergeben hat. Das heißt, ich habe das eine schon relativiert und das andere schon relativiert. Und irgendwo sind wir in einem ganz komischen Zustand dazwischen. Und genauso ist ja jetzt gekommen, die 59 hat nicht gehalten als Resistance. Wir sind drüber gegangen. Also mussten wir die Elliott Wave nochmal eben anpassen. Die Welle 5 hat auf jeden Fall extendiert und Preisziele gehittet, die eher selten bei einer Welle 5 vorkommen. Ist etwas ärgerlich, dass so was genau jetzt passieren musste, wo wir mit den Analysen angefangen haben, muss man aber leider mit einkalkulieren, ne? Weil wir sind ja keine Zauberer oder irgendwas, sondern man nimmt die Daten, die einem Chart halt einen gibt, ne? Kannst ja nicht irgendwas ausdenken. Dementsprechend haben wir aber nun die Preisziele für eine normale Welle 3 auf die Anzeige geschaltet. Das ändert aber nichts daran, dass der Kurs seiner Struktur folgen muss. Beziehungsweise sagen wir, er müsste es rein technisch prinzipiell, aber das, was er muss, macht er aktuell nicht und deswegen ist diese Phase so komisch. Zwar liegen die korrektiven Preisziele nur noch zwischen ungefähr 45.000 und 50.000, aber es wäre trotzdem noch ein mehr als 20% Drop. Genau wie vorher. Und glaubt mir, Freunde, wenn das passiert, also der Markt droppt jetzt mal eben 20%, dann ist das Geschrei wieder ganz groß und alle denken jetzt, der Bullrun ist vorbei. Also die Launen der Menschen und die Psyche der Menschen in so einer Marktphase ist unfassbar schwunghaft, okay? Von da nach da. Also bewegt sich was nach da, ist alles kacke, bewegt sich was nach da, ist alles geil. Alle sind irgendwie nervlich am Ende, am Abgrund, ja. Alle möglichen Altcoins, die sehen gerade charttechnisch übrigens genauso aus. Gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber das ist ein starker Indiz darauf, dass was passieren muss. Alleine schon mal, um das Kaufinteresse unten abzuholen. Weil natürlich liegt da unten irgendwo Kaufinteresse, liebe Freunde. Also ich kann charttechnisch einfach nicht glauben und auch nicht akzeptieren, dass wir vor dem Halving ein neues All-Time-High sehen, liebe Freunde. Auch wenn ich es gerne natürlich sehen wollen würde, aber ich verstehe das alles nicht mehr. Es ist möglich, ja, aber einfach so unwahrscheinlich und ungesund. Wir wollen ja auch alle nachhaltig steigen. Wir wollen nachhaltig was davon haben. Aber da liegen unten Milliarden von Kaufinteresse an Dollar rum. Und die müssen einfach irgendwann mal abgeholt werden. Oder bin ich jetzt völlig Banane? Weiterhin kommen ja heute, müsst ihr auf den Schirm haben, liebe Freunde, 14:30 unserer Zeit PCE-Daten aus den USA raus. Das könnte dann auch nochmal spannend werden. Sieht auf den ersten Blick nicht gerade sehr, sehr bullisch aus, was da heute so auf uns zukommt. Aber mal schauen, wie sich das auswirkt. Trotzdem bleiben wir dabei. Auch wenn das hier Gegenwind von manchen von euch geben wird. Ne? Es ist mehr Luft nach unten als Luft nach oben. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher. Die Indikatoren wie RSI und MACD, die spielen absolut verrückt und überhitzen des Todes. Sowas habe ich, ich glaube, sowas habe ich bislang noch nicht gesehen, so in dem Ausmaß. Kaufinteresse unten ohne Ende. Schaut man hier mal auf die Heatmap, im Bereich um die 50.000 liegen circa 1 Milliarde Liquidität bereit. Oben ist alles abgefischt. Also da, wo wir uns jetzt gerade mit dem Kurs befinden, da ist kein Kaufinteresse mehr. Also ich verstehe es nicht. Wie pumpt der Kurs weiter nach oben? Es ist kein Kaufinteresse mehr da. Das liegt so, der meiste Bereich, wo Kaufinteresse liegt, liegt so bei den 50.000. Und es kann rein technisch nicht sein, dass es jetzt weiter hochgeht.
Und wenn doch, dann fresse ich echt einen lebenden Tentakel, liebe Freunde. Kennt ihr diese ekelhaften Videos aus Japan, die immer viral gehen, lebende Tentakel essen? Ich mache das auch, wenn der Kurs jetzt neues Alltime. Ich verstehe es nicht. Es kann einfach rein technisch nicht sein. Und ich glaube der ganzen Sache nicht. Ich traue der auch nicht. Ich falle hier echt aus allen Wolken, Freunde. Was soll ich euch sagen? Verrückt einfach, was hier gerade abgeht. Trotzdem bleibt natürlich zu sagen, liebe Freunde, ob ich das jetzt hier fassen kann oder nicht, spielt am Ende auch keine Rolle. Ich hoffe, ihr macht gerade alle richtig gut Kohle. Es geht vor allem natürlich auch an die Trader und nicht einfach nur die Hodler. Die Hodler machen jetzt gerade keine Kohle, weil die meisten wollen oder würden jetzt auch nicht verkaufen. Übrigens, da kriege ich ganz viele Nachrichten gerade. Marcel, soll ich jetzt verkaufen? Ich kann da nichts zu sagen, muss ich euch sagen. Also ich erwarte da jetzt eine Korrektur, aber eine untergeordnete Korrektur. Also ich erwarte jetzt nicht, dass jetzt der Bullrun dann vorbei ist. Die Frage ist, hat der überhaupt richtig angefangen? Also klar, sind wir jetzt im Bullrun, aber der hat jetzt sein Potenzial nicht verschossen, ne? Meine Meinung, und das ist jetzt natürlich keine Anlageberatung, das darf man mir jetzt nicht zu ernst nehmen oder was, es ist ja jetzt nur meine subjektive Meinung. Wir müssen jetzt eine Korrektur sehen, aber die aktuellen Targets, wo wir jetzt gerade sind, 63, 64, 65 und selbst wenn er ein neues All-Time-High macht, da ist das Potenzial lange noch nicht ausgeschöpft. Lass ihn korrigieren, muss er auch, damit dann nächste Welle kann es wieder schön nach oben gehen. Also ich glaube nicht, dass beim alten All-Time-High, wenn wir das knacken, dass da der Bullrun vorbei ist. Noch lange nicht. Ist aber nur, wie gesagt, meine Meinung. Bitte nagelt mich da nicht zu sehr darauf fest. Aber trotzdem zurück zum Thema. Wie gesagt, die Trader unter euch, achtet bitte darauf, jetzt aktuell wirklich, auch wenn es verlockend ist, nicht zu hohe Hebel, liebe Freunde, weil nehmt das bitte ernst. Eine massive Korrektur könnte jetzt wirklich nach jedem Atemzug losgehen. Und wir reden dann wirklich von großen Korrekturen. Ne? Phase aktuell ist halt wirklich unberechenbar. Also ob Short oder Long, einfach aktuell ein bisschen Vorsicht walten lassen, Freunde. Verstand walten lassen, ganz, ganz wichtig. Eine Welle 5 ist sowieso so immer sehr, 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 sehr schwer zu traden. Das wisst ihr aber hoffentlich alle. Gut, wir gucken weiter, liebe Freunde. Wenn es ja, weiter was zu gucken gibt. Ne? Das war's mit dem Update für heute. Wichtig und richtig, liebe Freunde, kurzes Video, aber muss auch mal sein. Ich muss jetzt hier leider weitermachen. Büroarbeit und so, gar keinen Bock drauf, aber machen wir mal. Freunde, passt auf euch auf. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ich bin raus an der Stelle. Küsschen aufs Nüsschen. Rein, Mann.